Leute, wir machen heute eine ganz andere Tour. Und zwar habe ich mir ausgesucht, den Silberkohlenweg bei Fallbert zu gehen mit dem neuen Pilzefilm, den ich jetzt hier so produzieren möchte heute. Ja, dann kommt mit, seid dabei. Wir fahren jetzt gleich dahin zu diesem Silberkohlenweg. Und dann wünsche ich uns mal kräftiges Trüff-Trüff. Ich befinde mich jetzt hier auf der Zuwegung zum Silberkohlenweg bei Fallbert im Sauerland. Ja, wollen wir mal gucken. Wir haben hier also einen richtigen Mischwald. Ja, wir haben hier Laubwald und wir haben hier Fichtenwald und bestimmt auch eine interessante Pilzparagenese. Ja, dann seid dabei. Ich freue mich, wünsche mir auch Trüff Trüff und auch meinem kleinen Trüffelhund, der ist auch dabei. Guck mal hier. Und dann geht's mal da in den Wald. Ja, gar nicht weit gegangen finde ich hier quasi Schlumpfhausen. Fliegenpilze. Ja, die ersten Röhrlinge sind Maronen. Aber schöne kleine Exemplare, ne? Was hier auffällt, ist die pure Menge an falschen Pfifferlingen. Es ist Wahnsinn, was hier an falschen Pfifferlingen steht. Guckt euch das an. Also der Silberkohlenweg ist ein ziemlich leicht zu gehender Weg. Er geht ziemlich geradeaus mit nur ganz leichten Steigungen. Ja, und deshalb auch für mich als Fußversehrte, hätte ich bald gesagt, gut zu laufen. Ja, das sind ältere Stockschwämmchen. Ich kann ja mal einen rausnehmen, ich will die jetzt nicht ernten. Auch kann man auch noch schlecht sehen. Auch so ein bisschen sieht man es. Also die haben geschuppten Stiel, sind also Stockschwämmchen, aber ich nehme sie nicht mehr mit. Zu alt. Ja, rauchblättriger Schwefelkopf, schön. Wandert ins Körbchen. Ja, die Waldameisen sind jetzt auch schlafen gegangen, für die ist auch der Sommer vorbei. Ein gelber Täubling. Eine Gruppe kleiner Hallimasche. Ich sammle sie nicht, bleib stehen. Und überall kommen so kleine Maronen raus. Hier, guck mal. Ja Leute, ich bin hier nur am Pflücken. Hier stehen überall, steht voller Maronen. Alles so kleine. Also macht richtig Spaß, ne? Ja, nicht zu glauben, hier stehen noch Pfifferlinge. Und zwar die echten.
noch ein bisschen. Na, mal gucken. Vielleicht kann man noch was brauchen. Ich nehme sie mir mal mit. Hier unten habe ich schon welche liegen. Sehen ja gut aus. Ja, auf das Wetter, da haben wir uns ja schon das ganze Jahr drauf gefreut. Jetzt ist es endlich soweit, regnet wie aus Gießkannen. Aber leider kann ich nicht so viele Pilze zeigen. Der Wald steht voll Pilze. Es ist aber immer nur eine Sorte. Also es ist falscher Pfifferling. Es sind Maronen. Ja, und dann war es dann auch schon. Vielleicht ein paar Pfefferröhrlinge und das war's. Naja, ich bin nicht so voll. Ich habe einen ganzen Korb voll Maronen. Gut. Ja, Leute, das war's dann für heute. Ich konnte leider nicht viel zeigen. Es gab viele Maronen. Gut, Pfanne ist voll. Aber viele Pilze gab es nicht, also verschiedene Sorten nicht. Es gab also Fliegenpilze. Ich habe ja selber gesehen, was wir so gefunden haben. Ja, aber ich bin zufrieden. Korb ist voll, könnt ihr mal reingucken. Ah. So. Ja, ich tue immer ein Handtuch drüber, gerade bei so einem Wetter, damit die nicht zu sehr einsauen. Ach so, ein paar Fichtenblutreizke habe ich mal mitgenommen. Aber sonst nur Maronen. Ja. Und vielleicht hier in einem Rot die Rauchblättrigen noch, die rauchblinden Schwefelköpfe. Damit war es aber auch. So, wieder zumachen. Dann sage ich drüff, drüff, bis zum nächsten Mal. Euer Charlie.